Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. In meinem Urlaub war ich ja schon mit meiner Mama shoppen und jetzt war ich nochmal mit meinem Freund los. Und wir waren bei H&M, bei C&A, bei Woolworth, bei Deichmann und bei DM. Da musste ich notgedrungen leider rein. Hätte ich eigentlich gar nicht reingemusst. Egal. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und in diesem Video gibt es auch noch eine Kleinigkeit zu gewinnen. Also, ne? Bleib einfach dran. So. Bei Deichmann habe ich mir diese coolen Schuhe gekauft. Das sind Skechers, die... Also, ich habe ja Größe 41. Ich lebe ja auf großem Fuß. Und die sind ziemlich cool, ne? Das sind diese hier. Da kann man einfach so reinschlüpfen. Da brauchst du keine... Du musst nicht schnüren, das ist sehr praktisch. Und die waren runtergesetzt mit Memory Foam, also unfassbar bequem. Die sind auch extrem weich, aber hier vorne dann doch noch irgendwie verstärkt. Und keine Ahnung, ich fand sie einfach total bequem. Und die haben gekostet 64,90 minus 30%, also ungefähr 45 Euro. Und ja, fand ich super. Also ich finde die schön, ich finde die schick und ich mag sie leiden. Und sie sind sportlich und ja, ne? Ich kann sie immer tragen, von daher... War gut, dass ich sie mitgenommen habe. Ja, dann waren wir bei Woolworth. Bei Woolworth habe ich mir einmal doppelseitiges Klebeband für 1 Euro geholt, weil als ich unsere Vorratskammer aufgeräumt habe, habe ich da so 2 Haken an die Wände geklebt, um da so eine Grillschürze von meinem Freund und eine Kochschürze von mir dran aufzuhängen. Und meine Kochschürze ist leider wieder runtergefallen und jetzt wollte ich halt nochmal gucken, ob das damit jetzt besser funktioniert. Ansonsten nehmen wir 2 Komponentenkleber. Scheißegal. Dann muss das Ding halt richtig da dran gepfeffert werden. Genau, ne? Für 1 Euro kannst du nichts sagen. Und dann habe ich mir noch geholt einen Buchkalender für 2020. Den habe ich mir tatsächlich für YouTube geholt. Der hat 3,99 € gekostet und ja, der ist halt so grün und hat so ein schönes grünes Muster drauf. Ich kann ja hier dieses Pappdings da mal entfernen. Das ist aber blöd, wie das festgeklebt ist, ne? Dann löst sich das da drin. Das ist ja doof gemacht. Naja. Ist halt keine High Quality hier. Oh nein, ich hab's eingerissen. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein grüner Kalender. Ich finde ihn ziemlich schön. Ich mag dieses, natürliche Muster da drauf. Ich finde, der fühlt sich schön an. Und ich schreibe immer in meinen Kalender, den ich jetzt auch habe, rein, welches Video ich habe, was ich dann noch machen muss, was ich vielleicht noch vorbereiten muss und, ne, halt komplett oder auch Verlosungen und so weiter. Das wird man da alles drin finden und ja, da habe ich halt dann genug Platz für. Also pro Tag habe ich dann wirklich ein ganzes Blatt, außer Samstag und Sonntag. Da habe ich immer nur ein Blatt für 2 Tage. Und ja, da kann ich mich dann austoben und das finde ich ganz gut. So, ja, das ist dann mein Kalender für YouTube 2020. Yay! Ja, dann habe ich ein bisschen Fashion geshoppt. Einmal waren wir ja bei H&M und einmal bei C&A. Und ich zeige euch erstmal das von H&M. Da habe ich im Sale ordentlich zugeschlagen. Ja, zeige ich euch das? Ja, komm, was soll's, ne? Und spektakulär, ich habe mir Schlüppis geholt. Das sind halt so von Mickey Mouse welche. Ne? Fand ich süß, fand ich schön. Und das sind halt 3 Stück. Da ist dann noch einmal hier ganz normal mit diesen M's drauf und einfach in diesem Altrosa, was ich eigentlich am hässlichsten finde. Aber na, es ist ja nur für unten drunter. Und diese 3 haben nämlich gekostet 5,99 Euro. Also die waren reduziert, ne? Und das habe ich in Größe M geholt, da kannst du nichts zu sagen. Das packe ich jetzt hier schon mal eine Seite, damit ich nachher waschen kann. Auch in Größe M habe ich mir die hier geholt und die fand ich richtig toll. Die sind nämlich, ich weiß nicht, es fühlt sich viel weicher an vom Stoff, also so mikrofasermäßig auch, ne? Aber nicht so, dass du jetzt denken würdest, du würdest da unfassbar drin schwitzen. Das nicht. Und das fand ich so cool. Also das ist quasi so ein ganz leichtes, sanftes Material. Ja, das sind halt echt große Schlüppis, die sind jetzt nicht irgendwie sexy oder so. Aber das muss ja auch nicht sein, nicht immer. 4,99 Euro haben jetzt die 2 Stück gekostet und die waren runtergesetzt von 12,99 Euro und das fand ich schon viel, ne? Also kann man sich nicht beschweren. Ja, schlimm ist. Ja, dann habe ich mir noch Kleidung geholt. Als erstes zeige ich euch diese 2 Sachen angezogen. Und zwar ist es einmal ein T-Shirt, was ich mir in der Größe XS tatsächlich geholt habe, weil es das nur noch in der Größe gab, für 6,99 Euro. Das finde ich eigentlich ganz hübsch. Das hat so Blümchen drauf und so... Ein bisschen lockere Ärmchen, das finde ich ganz hübsch, ne? Und das ist halt das Muster und das mochte ich sehr, sehr gerne leiden. Das hat mir auch ganz gut gestanden, finde ich. An den Seiten ist es so ein bisschen unten nur ein kleines bisschen angeschlitzt. Das fand ich auch ganz hübsch.
betont dann ja irgendwie nochmal die Hüfte oder so. Und es hat witzigerweise gepasst. Also manchmal sind die Größenangaben von H&M immer sehr frech quer, muss ich gestehen. Ja, das ziehe ich gleich an in Kombination mit diesem Höschen, was runtergesetzt war von 9,99 € auf 4,99 €, ebenfalls in der Größe M. An meinem Poppes kann ich wirklich nur Größe M tragen. Ne? Und das ist halt so eine khaki-grüne Hose, so eine Shorts halt, aber eine ganz normale, die halt ein bisschen höher sitzt. Und das ziehe ich jetzt mal eben an. So, hier haben wir die ersten zwei Schätzchen. Erstmal oben das Oberteil. Ich finde, dass dieser Rundhals ziemlich schön ist. Das ist nicht zu tief und nicht zu hoch ausgeschnitten. Ein bisschen durchsichtig ist das, ne? Also man sieht ein bisschen was durch, aber das ist nicht so schlimm. Also so würde ich das jetzt auch ganz normal auf der Straße wohl tragen. Von der Länge her passt es. Vom Umfang her, also ne, auch dass es eine XS ist, ist nicht schlimm. Das passt auch wohl alles. Und deswegen, also das mag ich gerne leiden. Der Stoff fühlt sich sehr, sehr schön leicht an. Ach, und diese Flügelchen, ne? Darauf stehe ich ja total. Von der Shorts her, es ist einfach so eine etwas höher geschnittene tatsächlich. Also normalerweise sitzen bei mir hier unten die Shorts. Also das ist quasi noch das Stückchen, was länger ist als normalerweise. Aber ich finde die ganz schick. Bin ich gegen den Stuhl getreten. Ja, ne, brauche ich jetzt keinen Gürtel für, weil die relativ eng geschnitten ist. Schneidet hier jetzt nicht ein oder so, aber ich merke schon, dass sie etwas enger ist als normal. Die wird sich auch noch weiten. Da muss man ja auch ein bisschen Vertrauen in die Waschmaschine haben, ne? Das ist das Erste, was ich mir quasi geholt habe. Oder die ersten zwei Teile von H&M. Dann habe ich mir für unfassbar 1,99 €, glaube ich, ne? Ich gucke nochmal vorsichtshalber drauf, dass ich hier keinen Blödsinn erzähle. 1,99 € statt 9,99 € in der Größe M. Und das ist so ein Body. Ein richtig cooler Body. Und das finde ich einfach so praktisch, weil der dir nicht hochrutschen wird. Ne? Also das ist, ich werde ein bisschen Probleme haben oder Angst haben, dass er mir hier zu tief rutscht. Aber dafür kannst du hier die Ärmelchen noch enger oder weiter stellen. Das heißt, die werde ich mir dann noch ein bisschen enger stellen, damit mir das nicht zu tief hängt und ich nicht zu viel Möppen zeige. Ja, ansonsten ist es ein relativ dicker Stoff. Das heißt, du kannst es auch schön unter einer Bluse oder so tragen, weil es halt auch so doppelt ist. Und dadurch ist es halt echt blickdicht. Ne? Also wenn ich das mal auseinanderziehe. Ne? Siehst du, du hast da auch so ein Innenfutter mit drin. Und das ist im kompletten Body, außer halt im Unterteil, weil das wäre dann wahrscheinlich, hast eine ziemlich dicke Hose. Unten sind da halt zwei Druckknöpfe, die man halt so zumachen kann. Und 1,99 €, da konnte ich nicht nein sagen. Das musste einfach mit. Und ja, ich habe mir eine Schlafanzughose geholt. Das werde ich jetzt dazu mal kombinieren, um beide Teile gleichzeitig getragen zu zeigen. Für 3,99 €, das ist einfach so eine dunkelbraune Schlafanzughose. Die kann man natürlich auch so in der Freizeit tragen. Ich trage sowas gerne als Schlafanzughose, als Pyjamahose, weil du hier halt so Taschen drin hast und ne, sie sitzt einfach angenehm und damit kannst du halt gut chillen und schlafen dann halt auch in dem Sinne. Und das ziehe ich doch auch mal an. Ja, also in der Regel wird man jetzt nicht die beiden Teile miteinander tragen, sondern eher dieses Oberteil mit der grünen Hose zum Beispiel. Aber ich wollte es anlassen und das hier war irgendwie einfach luftiger. Deswegen, ja genau, den Body, den finde ich ganz süß. Also auch mit den zwei Knötchen hier oben, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das witzig. Mir gefällt das einfach. Das Muster gefällt mir, wie es sich anfühlt, dass es einfach blickdicht ist, auch von hinten. Es ist vollkommen in Ordnung, auch ausgeschnitten, ne? Also auch nicht zu tief, sodass man den BH sehen würde oder so. Und die Hose ist halt einfach eine Schlafanzughose, was soll ich da groß zu sagen, ne? Sie ist gemütlich, sie ist chillig und darin fühle ich mich halt einfach tierisch wohl. Und ich sehe gerade so ein bisschen aus wie ein Baum. Unten habe ich dieses Braune und oben das Grüne. Läuft bei mir. Nee, ich habe hier auch tatsächlich diese Linie, das ist halt dieses drangesetzte, ne? Dass du quasi an dem Top dran genäht noch dieses Unterteil dran hast. Das finde ich eher so lala. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man auch eine Hose trägt, die dann ja auch so hoch sitzt. Also da kannst du jetzt nicht nur Ultra-Hüft-Jeans oder so zu anziehen, weil dann siehst du halt dieses Ding und das sieht scheiße aus. Ja, aber ansonsten gefällt mir das Oberteil und auch die Hose. Ne? Das ist halt eine Schlafanzughose. Telefon. Ja, eins habe ich noch anzuziehen und zwar von C und A. Da habe ich etwas gefunden, was ich jetzt aber nur ganz kurz anziehen kann, weil es eher so ein Herbst-Winter-Teil ist. Und zwar ist das nicht runtergesetzt gewesen wie die Sachen von H&M, sondern dieser geile Cardigan. Boah, der fühlt sich hammergeil an. Also das ist ein so schöner Stoff. Ich weiß gar nicht, was ist da drin? 42% Polyester,
40% Viskose, 18% Nylon. Ja, also definitiv. Das habe ich auch in der Größe M geholt, glaube ich, oder? Nee, S. 19,90 Euro hat es gekostet. Ziehe ich auch gleich mal an. Also, ne, die Farbe allein finde ich so cool. Das hat auch so leichten Glitzer mit drin. Und dann hat das so braune, graue, rosane, blaue, weiße Linien mit drin. Und das finde ich so schön. Und den muss man auch angezogen sehen. Tatsächlich, den siehst du auch gleich angezogen. Hinten ist der hier nochmal abgesetzt. Und ist hier dann quasi nochmal so längs gerippt, sage ich mal, ne? Quatsch. Das ist quer, ne? So ist quer. Das wäre längs, ja. Also fühlt sich unfassbar toll an. Und ich ziehe den mal ganz kurz an, denn hier sind es gefühlte 5000 Grad in diesem Raum. Aber na. Und bei C&A kriegst du tatsächlich auch noch Kleiderbügel mit dabei, wenn du fragst, ob die dir die mitgeben. So sieht der Cardigan getragen aus. Also der fällt hier auch wunderschön. Das finde ich richtig toll. Das ist halt auch so ein bisschen tailliert, dadurch, dass es eben diese Optik hier hat. Dieses Gerippte findet sich dann auch nochmal in den genug langen Ärmeln wieder. Und das ist so weich und das kratzt nicht und das sieht mega schön aus. Und gefällt mir einfach, ne? So sieht der dann quasi oben aus. Ja, das Schild werde ich rausschneiden müssen, weil sonst sieht man das halt ständig. Das wird mich nerven. Aber ansonsten kann es nichts zu sagen, ne? Mir gefällt's. Und es ist warm. Und es ist halt auch eine angenehme Länge. Ich lasse ihn mal so, weil der halt so über den Po auch so ein bisschen rüber geht, ne? Boah, was ist zu warm dafür, um das anzuziehen? Uff. So. Warm. Claudi macht hier bei gefühlten 3000 Grad erstmal schön Fashion Try-On Haul. Läuft. Deswegen habe ich übrigens mein TK Maxx Haul auch nicht angezogen gezeigt, weil es einfach viel zu warm war. Und heute habe ich mir gedacht, komm, ihr habt euch darüber beschwert, dass ich es nicht angezogen gezeigt habe. Jetzt ziehe ich es an. Dann ziehe ich es auch durch. So, dann waren wir noch bei DM. Und da war zum einen Batik im Ausverkauf. Also, hast du das auch bei dir im DM gemerkt? Also, bei mir war das voll im Ausverkauf. Da habe ich mir erstmal alle Pinsel gegönnt. Ne, der gehört da gar nicht zu. Alle Pinsel gegönnt, die ganzen fünf. Die sollen so ultra gut sein, habe ich gehört von anderen YouTubern, die das auch reviewed hatten. Oh nein! Siehste, Nagellack haben ist kacke. Es ist viel besser, Gelnägel zu haben. Wer darf sich heute die Nägel neu lackieren? Ich. Ja, super, super. Ich mache das jetzt mit einer Schere auf. Sonst reißen mir noch alle Fingernägel hier ab. Also ich finde es gut, dass die Pinsel einzeln so in diesen Packungen sind, weil du die ja auch einzeln kaufen kannst. Huch. Es ist natürlich nicht unbedingt umweltschonend, ne? Weil ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wofür ich so ein Röhrchen noch verwenden könnte. Also ich hätte da jetzt keine Verwendung für, deswegen kommen die auch direkt bei mir in den Müll. Und zwar habe ich hier einmal diesen hier. Der sieht aus wie so ein schöner, etwas breiterer Blush Brush von Real Techniques. Also daran hat er mich sehr erinnert und die Pinsel sind alle super weich. Also das ist total schön. Damit kannst du aber auch Puder super auftragen. Du kannst super konturieren. Oh, Blush natürlich auch gut auftragen. Toller Pinsel. Dann ein weiterer Pinsel, mit dem kannst du auch wieder sehr gut Puder auftragen. Der ist etwas fester gebunden und geht halt vorne nicht so spitz nach oben, sondern ist eher flacher. Und damit kannst du super abpudern. Oi, 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 oi. Und so weich. Mann, dann habe ich hier einen Highlighter-Pinsel auch noch mit dabei. Der ist auch schön, ne? Meine Herren, ist das schön. Und die haben alle nur so 6, 7 Euro gekostet. Ich glaube, die beiden großen haben 7 gekostet, also 6,95. Und die drei kleinen, die ich dir zeige, 5,95. Kannst du nichts zu sagen zu der Qualität, ne? Da kannst du super Highlighter mit auftragen. Der wird auch gleich verwendet für einen Highlighter. Dann habe ich hier ein Lidschattenpinsel bzw. einen ganz, ganz kurz und festgebundenen Blendepinsel, würde ich fast schon sagen. Und da war gerade Nagellack. Und da kannst du halt hier oben auch noch, du kannst jetzt auch richtig schön so in die Lidfalte reinsetzen. Mega, da freue ich mich auch drauf. Und einen ganz normalen Blendepinsel, ne? Schön, richtig schön. So, dann habe ich noch einen weiteren Pinsel gekauft, denn, ne? Ich hatte Bock drauf. Und zwar aus der Pac-Man-Edition von Essence. Das ist tatsächlich, das siehst du nicht viel, wenn ich so mache. Das ist tatsächlich das einzige Produkt aus der Pac-Man-Edition, was mich überhaupt angesprochen hat. Die ganze Pac-Man-Edition war nicht so mein Fall, muss ich gestehen. Deswegen habe ich mir da auch nichts von geholt.
Das hier ist aber halt wieder so ein Puderpinsel. Der ist rund vorne, der ist relativ flach. Und ja, ne, ich finde den einfach schön. Der ist hier matt schwarz an der hinteren Seite. Hier ist der dann entsprechend glänzend. Und damit kannst du auch wieder Puder auftragen, Bronzer. Und wenn du ganz wild bist, kannst du auch noch Blush damit auftragen. Eibert, multifunktional, dein Moped. So, dann habe ich gekauft erstmal die Batik-Palette, genau. Die Batik-Highlighter-Paletten haben ja auch einen ganz bestimmten Award gewonnen und sollen ja super toll sein. Und dann war die ja im Ausverkauf und dann habe ich mir die für 9,95 €, ich habe hier den Bon liegen, gekauft. Und zwar ist das die Highlighter-Champagner-Palette. 9,95 €, und die hat, glaube ich, 15 gekostet vorher. Das Design ist richtig schön, das gefällt mir, dieses Weiß mit ganz leicht Holo-Effekt drüber. Und da haben wir drei verschiedene Töne drin, die, wie ich jetzt sehe und was ich richtig scheiße finde, auch schon angeditscht worden sind. Also die Paletten waren wirklich original noch verpackt und du hattest davor einen Tester stehen. Und irgendwie hat sich echt erdreistet, in diese Palette reinzuditschen. Das finde ich mega kacke. Leute, lasst das bitte. Schaut intensiv drauf, ob Tester draufsteht oder nicht. Wenn nicht Tester draufsteht, dann lasst das. Weil Leute wie ich finden das echt doof, wenn die das kaufen für Geld und dann sehen, dass da jeder mal mit seinem Finger drin war, ne? Vor allem ist hier auch noch ein Fingernagel-Butcher mit drin. Oh, wie mich das aufregt. Aber gut, ich gehe jetzt ja selber nochmal einmal mit meinen Fingern da durch. Glaze Champagne und Ibiza, so heißen die. Und die kommen hier mal drauf. Das ist schon mal krass, ne? Also das sind wirklich mal Highlighter, die auch den Namen entsprechend verdient haben. Und krümmeln gerade ein bisschen, weil ich sehr, sehr intensiv gerade reingegangen bin, weil ich einfach den Überswatch von meinem Vorgänger wegmachen möchte. Und den Champagner, den in der Mitte, möchte ich gerne mal auf dieser Seite auch auftragen. Dann nehme ich natürlich den Batik-Pinsel für, gehe ordentlich durch, weil ich will ja was sehen. Ich habe ja auch einen integrierten Spiegel und dann kann ich mir den auftragen. Ich habe heute Morgen auch schon Highlighter aufgetragen, das ist jetzt ja nochmal on top. Aber es ist dann ja auf beiden Seiten gleich und der glowt richtig schön. Also der gefällt mir auch. Wow. Der ist toll. Hui. Ja, hatte ich schon mal Swatchen als sehr gut empfunden und bin auch froh, dass er jetzt auch in der Realität auf dem Gesicht so schön aussieht, wie ich mir das erhofft habe, weil ich swatche selten in meinem Gesicht, muss ich gestehen. So, der Moment, wenn Claudi Feuchttücher benutzt, weil ich möchte nichts voll glitzern. Und ich habe mein Tuch hier nicht nass gemacht, was ich hier liegen habe. Das nehme ich jetzt gleich zum Nachwischen, aber erstmal die Finger. Oh, der ist echt schön. Der knallt, ne? Der kann wirklich was. Boah. Die Swatches lasse ich hier erstmal dran. Ich lege mir das Feuchttuch dann auch zur Seite, weil ich da gleich noch was nebensetze. So, ne? Den Pinsel mache ich aber hier im Tuch erstmal sauber, weil ich habe gleich noch einen anderen Highlighter, den ich gerne swatchen möchte. Und zwar die Better Than Platinum Palette. Da ist ja diese Royal Sister Edition von Catrice und Essence und die Lidschattenpaletten. Ja, haben mich auch angesprochen, da kommen wir auch gleich zu. Und hier habe ich aber die Highlighter-Palette, die hat mich echt an die Wand gebasht, muss ich gestehen. Das sind gebackene Highlighter, 3 Stück. Und diese Verpackung erinnert mich an die Anastasia Beverly Hills Sultry-Palette, weil das auch diesen mega Glitzer mit drin hat. Dank Mrs. X habe ich diese Palette ja da, die ja so aussieht. Und wenn du die so nebeneinander hältst, ne? Ich meine, die Sultry-Palette ist jetzt auch noch von der Haptik Glitzer, sage ich mal, ne? Das hast du hier nicht so extrem, aber es ist schon nah dran. Also da hat Catrice echt einen rausgehauen und ja, in der Hülle, also da hast du die Hülle ja drüber, die genauso aussieht wie das Innenleben. Und hier hat keiner dran gebatscht, vielen Dank, haben wir die 3 Highlighter. Ich habe sie in der Werbung gesehen und mir gedacht, ah, willst du wirklich, Claudi, bist du dir da sicher? Und dann habe ich mir gedacht, als ich davor stand, swatch sie doch mal. Dann habe ich sie geswatcht und musste sie direkt kaufen. Ne? Und sie war einfach auch noch da. Ne? In vielen Online-Shops sind sie ausverkauft gewesen. Stay Platinum, Golden Coral und We Rock Queen. Die gebe ich mir jetzt mit dem Finger und die sind Butter. Das ist wundervoll. Dadurch, dass ich jetzt so stark reingehe, krümmel die etwas in der Palette, ist aber nicht so schlimm. Und dann swatche ich sie mal hier direkt daneben.
habe ich jetzt aber auch 6 neue Highlighter, ne? Also die unteren sind dann von der Platinum-Palette. Das basht mich gerade so dermaßen weg, echt. Das finde ich krass. Das finde ich richtig krass. Geil. Ja, gucken wir mal, wie es auf dem Gesicht aussieht. Wie gesagt, den Pinsel von Batik von eben, den habe ich jetzt schon sauber gemacht. Und ich gehe jetzt in die Farbe Stay Platinum, weil die dem ähnelt, was ich auf dem Gesicht trage. Gehe da genauso ordentlich rein wie eben in der Palette auch. Da sind deutlich mehr Pigmente auf. Ich klopfe nicht ab wie eben auch. Und gebe mir den Highlighter auf. Holla. Das sieht man, ne? Da muss ich gar nicht sagen, ich weiß nicht, ob man das sieht. Du siehst beide Seiten, aber der ist natürlich noch krasser. Also wenn du die Wahl hast zwischen der Batik, die ja im Angebot ist, und der Stay Platinum von Catrice, wäre das auf jeden Fall meine Empfehlung. Wow. Also, das ist geil. Das ist einfach geil. So, bin ich froh, dass ich sie habe. Sie wird ihren Einsatz hier sehr bald finden. So, wow. Das wollte ich noch einmal kurz in die Kamera halten. Ich halte es auch gerne nochmal von Namen hin. Also diese 3, 1, 2, 3, die sind aus der Batik-Palette und die 1, 2, 3 aus der Catrice Better Than Platinum-Palette. Und also, das ist doch krass, dass sowas geht, ne? Überleg mal vor ein paar Jahren, was da, oder Monaten, was da für Highlighter auf dem Markt waren. Und jetzt für so einen erschwinglichen Preis. Was hat die Platinum-Palette gekostet? 9,95 Euro, also exakt genau gleich viel. Du hast hier an Produkt drin 13,5 Gramm und 15 Gramm. Das heißt, hier hast du im Prinzip weniger drin als in der. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Interessant. So, die mache ich jetzt erstmal weg. Boah, wenn man die verblendet, wie es einfach glänzt hier. Krass. Komme ich nicht drauf klar. So, ich habe mir auch noch 2 weitere Paletten geholt, die ich aber, als ich sie zu Hause ausgepackt habe, gemerkt habe, sie entsprechen 2 Paletten, die ich jetzt auch letztens erst verwendet habe und die auch schon bei mir liegen. Das heißt, alle beide werden an euch verlost in diesem Video. Geil, oder? Finde ich auch. Und zwar habe ich von Essence die Silver Glitter Show Palette, die tatsächlich hier so Glitzer drin hat, was sich nach unten bewegt. Hammergeil. Und die Pink Glitter Show Palette. Die sind beide in so entsprechenden Plastikverpackungen, die man da halt so abnehmen kann. Und dann haben wir hier nochmal die beiden Paletten nebeneinander. Genau. Ja, das sieht schon mal sehr, sehr fancy aus, ne? Das hat mich auch im Laden mega angesprochen. Aber ich habe dann leider erst zu Hause verglichen und das hat mich dann auch ein bisschen geärgert, aber mach's nichts dran. 5,95 haben die, glaube ich, jeweils gekostet. Nein, 7,95, Entschuldigung. Wusste ich nicht. Okay, hier haben wir die Pink Glitter Show. Da hast du bei beiden hier oben auch einen großen Spiegel. Dann hast du da so einen Einleger mit Stickern drin. Niedlich, oder? Kannst du wirklich toll verwenden für Grußkarten oder so. Dann hast du da drauf noch die Farbbezeichnung von der Palette und dann den Paletteninhalt. Wundervoll, wirklich wundervoll. Kann ich dir jetzt natürlich nicht swatchen, weil ich sie ja jetzt in diesem Video verlose. Genau, ne? Und die hat mich halt mega erinnert an die Palette, mit der ich mich heute geschminkt habe. Und zwar ist das von Kiko die Palette. Kiko Milano Green Me Eyeshadow Palette in der Farbe 102 Feisty oder Feisty Saffron. Und die schaut so aus. Ist halt extrem ähnlich, ne? Gut, du hast hier in der Essence-Palette noch ein paar mehr Töne, die ins Niederfarbene gehen, aber die sind schon sehr, sehr ähnlich. Deswegen habe ich mich auch entschlossen, die hier zu verlosen, weil ich habe andere Paletten, zum Beispiel die Violet Voss-Palette, wo ich Lila-Töne drin habe. Und ja, so kannst du dich auf jeden Fall darüber freuen. Natürlich kann es sein, dass da Fingerabdrücke von mir drauf sind oder irgendwelche, ne? Das tut mir dann natürlich leid, aber ich habe sie halt berührt. So. Und die andere ist ja die Silver Glitter Show Palette. Die ist natürlich auch echt mit diesem Holo-Glitzer ziemlich geil. Da hast du auch wieder Sticker drauf und einen großen Spiegel. Das sind die Sticker von der Palette. Dann hier die Folie mit den Farbbezeichnungen, die man so abnehmen kann. Und hier die entsprechenden Töne. Auch die, ne, sind halt mehr in die kühlere Richtung, aber auch wundervoll. Du hast matte, du hast schimmernde, du hast satinierte Töne, du hast da richtig tolle Töne. Und die hat mich tatsächlich vom Inhalt an die Sultry-Palette von Anastasia Beverly Hills erinnert, die ich letztens erst geschminkt habe. Und wenn man die halt auch mal nebeneinander hält,
ich habe hier gar keinen Platz mehr, findet man die Töne hier auch sehr gut wieder. Ne? Also ist schon sehr, sehr ähnlich. Und dann habe ich mir gedacht, nee, brauchst du nicht. Hast du schon so ziemlich in der Art. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ich bin ja zurzeit extrem am Ausmisten, am Aussortieren und wollte dann halt nichts doppelt oder dreifach hier haben. Und ja, habe dann leider zu viel gekauft und mich drüber geärgert eigentlich. Aber so kann ich dich auf jeden Fall glücklich machen. Was du dafür tun musst, um eine der beiden Paletten zu gewinnen, ist ganz einfach. Entscheide dich. Möchtest du Pink oder möchtest du Silver Glitter Show haben? Dann verwende einfach den Hashtag Pink, falls du die Pink Glitter Show haben möchtest, oder den Hashtag Silver, falls du die Silver Glitter Show haben möchtest. Jo, einfach unten in die Kommentare reinschreiben, vielleicht noch was Nettes dazu schreiben und dann haben wir natürlich zwei Gewinner hier und ja, die können sich darüber freuen. Fand ich ganz gut. So, und dann gab es an der Kasse noch so eine Karte. Die fand ich einfach cool mit dem Frosch drauf, ne? Und da ist hier oben halt eine Badekugel drin. Sowas ähnliches gab es doch auch von Essence in der Ho-Ho-Ho-Ho-Ho Limited Edition. Und ja, ne, das fand ich einfach witzig. Hello Summer. Das werde ich jetzt demnächst mal verwenden, wenn irgendwer was gewonnen hat. Und ja, das halt als Karte nehmen. Und dann gibt es halt noch ein gratis Badefitzer mit dazu. So, ihr Lieben, das war mein Haul. Ne? Ging eigentlich, oder? Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!